Ja, servus zusammen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Ich spiele mal wieder mit der Kongo. Ich bin mir gar nicht sicher, warum ich das gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, ja, sitze ich hier halt mal wieder in diesem wunderschönen Stufe 5 Schlachtschiff, das mittlerweile. What the fuck? Ja, das immer noch irgendwie ein kleines Replay-Problem hat. Aber dafür kann die Kongo nichts. Ey, das ist doch Mist. Was soll denn das? Ah, Dankeschön. Viel besser. Genau, also ich habe ja mittlerweile die Fuso, aber aus irgendwelchen Gründen bin ich hier nochmal in die Kongo eingestiegen. Und sind hier gerade auf der Suche nach einem wunderschönen Ziel. Diese Königsburg da hinten würde sich natürlich eigentlich anbieten. Aber wir müssen auch ein bisschen darauf aufpassen, dass hier so Torpedobomber unterwegs sind und die gucken mich so böse an. Die sehen für mich so aus, als wollten sie mich umbringen. Das ist ein bisschen uncool. Deshalb bin ich da auf Ausweichkurs. Schieß trotzdem natürlich auf die Königsberg. Die hat sich da hinten etwas festgefahren. Das bietet sich an. Den Kill kriegen wir leider nicht, aber trotzdem einen sehr schönen Zitadellentreffer. Und ja, wie man hier auch sieht, die Flak ist durchaus ansehnlich. Er versucht hier seine Torpedobomber auf Biegen und Brechen in eine optimale Position zu bekommen, kriegt es überhaupt nicht hin, setzt im Endeffekt daneben und hat von seinen Flugzeugen eigentlich alle verloren. Also, das war auch ein ganz schöner Erfolg. Ein bisschen blöd halt, dass die Türme sich jetzt Gott weiß wohin gedreht haben, aber gut, einen Tod muss man sterben. Den Treffer, den wollte ich dann halt wirklich nicht haben an der Stelle. Da hinten ist übrigens ein Lengli. Wissen wir das auch schon. Aber ich denke, wir müssen uns erstmal mit den beiden Schlachtschiffen auseinandersetzen. Da ist allerdings auch unser Flugzeugträger hin unterwegs. Wenn noch nicht wirklich erfolgreich, wie man an der Stelle mal feststellen müssen. Ist eine Boke, muss dann wohl. Ach ne, wir haben eine Boke und eine Ho-Show. Ach, die Ho-Show hier auch. Hab ich diese, auf die Minimap habe ich noch gar nicht so geguckt. Eher oben links auf die Spiele. Und ja, wir probieren es mal bei der Wyoming. Und ihr seht schon, das geht kräftig schief, weil ich die Geschwindigkeit überschätzt habe. Demzufolge passiert da erstmal wenig. Hier kurz, das sieht man jetzt glaube ich nicht, Priorität auf die Jäger, um den Kollegen ein bisschen zu helfen. Die Flak ist durchaus beachtlich. Ja, und er steht da hinten eigentlich relativ still mittlerweile, wie es aussieht. Deshalb gönnen wir uns da auch mal die volle Breitseite. Und ihr seht jetzt hier, also die Jäger haben auch ganz gut auseinandergerissen. Das Blöde ist, der war tatsächlich im Rückwärtsfahren. Das habe ich nicht erkannt. Dementsprechend war das hier ein bisschen uncool. Winkeln jetzt auch mal ein bisschen an für die zu erwartende Antwortsalve, dass die nicht ganz so schlimm wehtut. Wir haben hier übrigens auch eine Ishizu-Zu-Si, was auch immer. Der Stufe 4 Schlachter. Der hier, ja, ein bisschen schweres Brot hat. Gut, auf der anderen Seite ist eine Wyoming, sogar zwei. Insofern gesehen ist das eigentlich mehr als ausgeglichen. Na gut, wir haben auch zwei Vierer. Aber ja, sehr offensiv, was er da macht. Also meint hier wirklich etwas gut. Fährt da volle Kanne rein. Ich denke mal nicht, dass er das lange überleben wird. Aber wenn er sich schon opfert, dann nutzen wir das doch. Der Winkel ist hier nicht der beste, um auf die Wyoming zu schießen. Auf die andere blöderweise auch nicht. Deshalb überlege ich gerade, ob ich nicht auf den Flugzeugträger schieße. Der wird allerdings gleich wegtauchen. Dann ist das auch durch. Also, ja, eigentlich bleibt hier nicht was, viel anderes übrig. Und das war ein bisschen für den Arsch. Gut, 6000 Schaden ist jetzt nicht so schlecht. Übrigens auch Zielpriorität hier drauf. Auch das wird jetzt, glaube ich, nicht angezeigt. So dass die Sekundärartillerie ein bisschen was macht. Ja, ziemlich fette Streuung. Aber gut, das ist dann halt so, ne? Da kommen jetzt auch Torpedobomber gefliegt. Ja, das macht nicht so viel, weil frontal. Und jetzt dürfen wir ihn dann rausnehmen. Ich hoffe mal, ich schieße die Türme einzeln ab. Nö. Mache ich natürlich nicht. Sollte man eigentlich tun. Also immer ein Turm nacheinander in so einem Fall, weil man will ja nichts verschwenden. Ja, weil hier wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass schon ein Turm gereicht hätte. Vielleicht noch zwei. Dann wären immer noch zwei übrig gewesen, um auf die andere Wyoming zu schießen. Aber ja. Weil der Fnatic halt ein Profi ist, hat er das nicht gemacht. Okay. Wir nähern uns jetzt der Wyoming, die mit HE auf uns schießt. Feuer löschen können wir nicht, weil haben wir schon. Der ist auch wieder ziemlich langsam unterwegs.
Wir zielen auf die Wasserlinie, bringen unsere beiden vorderen Türme zum Einsatz und ja, kriegen eigentlich einen relativ guten Schaden raus. Da müssen wir jetzt wieder auf die Torpedobombe Acht geben. Also drehen wir uns da gerade mal rein. Und wir sehen, er setzt seine Erfolgsstory fort. Macht eigentlich nicht wirklich irgendwas bei uns. Ist jetzt halt sehr, sehr nah am Gegner dran. Das ist eigentlich etwas ungünstig. Ach, das war eigentlich nicht wirklich schön gezielt. Da wäre auch wieder besser gewesen, wenn man sich nicht sicher ist, einen Turm nach dem anderen schießen. Und dann nachkorrigieren und wirklich den Treffer in die Mitte reinsetzen. Aber ja, der Profi Natic meint, er könnte das anders hinkriegen. Und überschätzt da ein bisschen seine Möglichkeiten. Gut, unsere Adler hat jetzt hier ein kleines Feuerchen angezündet. Und hier seht ihr das jetzt, so muss das eigentlich sein. Gucken, wo ist die Zitadelle? Und dann gib ihm. Gut, da hinten haben wir jetzt direkt den nächsten Konkurrenten. Das ist eine Kongo. Und da sind wir gerade ja, in so einem vielleicht noch irgendwie erträglichen Winkel. Der Vorteil daran ist, wie man erkennen kann, der ist noch ziemlich stockmäßig unterwegs, zumindest was die Hülle angeht. Also hier theoretisch gesehen ein kleiner Vorteil für uns, aber halt nur theoretisch gesehen. Denn wir haben ja schon ganz gut Leben gelassen. Auch hier wird wieder auf die Wasserlinie gezielt. Er winkelt sich da ganz gut an, das ermöglicht uns einen Zitadellentreffer zu setzen. Wir müssen uns jetzt aber auch wegwinkeln. Ja, und dieser war nicht schön. Viel zu weit im Bug eingeschlagen. Da kommen Torpedos von der Omaha. Von der Omaha? Hat die, was hatten die? 6 Reichweite hat die, ne? Ah, könnte sogar gehen. Gut, er hat sich da jetzt ein bisschen bestgefahren. Das ist sehr, sehr positiv. Scheint sich auch noch nicht so ganz sicher zu sein. Na doch, jetzt drehen sich die Türme wieder auf uns ein. Ja, und auch hier wieder die Confident-Variante. Nicht etwa einen Schuss geben und dann gucken, ob man trifft. Nö, er haut alles raus. Na gut, macht aber nichts. Treffer waren es trotzdem. Wir probieren es nochmal. Herrgott, wo ziehe ich denn hin? Na gut, immerhin haben wir den Turm zerschossen. Das ist auch schon mal was. Ist ein Viertel der Feuerkraft weggeschmolzen. Und den Kill haben wir an der Stelle leider nicht bekommen. Schade. Ist aber nicht so schlimm. Vielleicht wird's ja noch. 7000, das war schon sehr stabil, kann sich sehen lassen. Wir schicken auch nochmal die Jungs mit dem Feuerlöschern los und repariert wird auch. Ist auch, glaube ich, schon ein etwas älteres Replay, wenn ich ehrlich bin. Wow, und der hat wehgetan. Und da ist der Treffer! Juhu! Zitadelle. Und der Gegner ist auseinandergeschossen. Sehr, sehr schön. Wir haben damit bis dato 3 Kills gemacht und 83.000 Schaden. Feuer können wir leider nicht löschen. War ich vielleicht auch ein bisschen zu gierig, weil ein Feuer löschen ist nicht unbedingt die beste Idee. Wir probieren es hier wieder und er dreht sich leider weg. Deshalb hier nur relativ wenig Schaden. Ich will eigentlich gar nicht dicht daran, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken habe, dass mir dann Torpedos um die Ohren fliegen. Das Problem ist natürlich, er feuert da sehr, sehr schnell und hat durchaus das Potenzial, uns hier noch ganz gut niederzumachen. Die Salve war scheiße, das ist blöd, denn das beinhaltet halt die Möglichkeit, dass wir jetzt hier irgendwann mal zu Tode brennen und das Ganze dann quasi auf die Art und Weise in die Brüche geht. Immerhin jetzt mal ein Einzelturm, das ist schön. Juhu! Der Lerneffekt ist real. Ein Treffer haben wir sogar gelandet, aber nur ein Tausender und noch ein Tausender. Ja, also da müssen wir noch 6 Mal treffen, wenn wir so weitermachen wollen. Jetzt wieder der, das wird schon, wir treffen ihn schon, Schuss. Da fliegen wir auch mal mit und wir sehen, dass es wieder zu wenig Schaden ist. 4000 hat er noch. Und von uns ist eigentlich nicht mehr wirklich viel über. Das heißt, so langsam aber sicher sollten wir jetzt mal zusehen, dass das hier ein Ende hat, sonst hat es mit uns ein Ende. Also, nächster Versuch. Schön vorgehalten, auf die Wasserlinie, Breitseite zeigt er uns. Der Rest ist dann Glück oder das Wissen, dass man hätte weiter vorhalten müssen. Gut, nächster Versuch. Mittlerweile dürfte er, jetzt muss ich mal gerade nachschauen, was hat er denn eigentlich für eine Reichweite? Schwer zu lesen, 12. 12 Kirche.
Genau, also der kann uns hier erstmal nicht mehr wehtun. Aber wir können ihn natürlich auch nicht töten. Jetzt schickt man die Jungs los, die hier wieder ein bisschen in Stand setzen. Juhu! Und da drüben steigen ein paar Flugzeuge aus. Bleibt nur zu hoffen, dass sie nicht zu uns kommen. Wir sind ja auch eine ziemlich leichte Beute im Moment. Ja, und jetzt können wir uns überlegen, die Boke oder die Langley. Und es sieht aus, als würde sie sich gerade drehen. Damit dürfte das Ding ziemlich daneben gehen. Ja, hier wäre halt auch zu überlegen, ob man nicht auf HE schießen will, um dann doch vielleicht ein Feuer anzuzünden. Damals zumindest mal einen Treffer für einen 3000er. Oh. Immerhin, ne? Immerhin. So, gehen wir hier mal auf die Breitseitenvariante. Bringen unsere hinteren Türme auch noch zum Einsatz. Ah, da wird immer noch spekuliert, wo schießen wir denn überhaupt hin? Immerhin jetzt mal gezielte Einzelschüsse. Ja. Da haben wir leider ein bisschen Pech gehabt. Die gehen auch alle daneben und der eine war scheiß gezielt. Super, ganz großartig. Oh Mann. Gut, das war also im Endeffekt eine komplette Salve völlig in Sand gesetzt. Großes Kino, ganz, ganz großes Kino, Fanatic. Hast du gut gemacht. Jetzt wird er auch gleich hinter der Insel abtauchen. Das heißt, wir können eigentlich schon mal auf den anderen anlegen. Und ich glaube, so viel kann ich schon mal verraten. Ich habe am Ende was ganz Lustiges gemacht, was eigentlich unnötig war. Aber ich habe es trotzdem getan. Und das dürfte nicht mehr allzu weit weg sein. Also, wir bleiben gespannt. So, auch hier probieren wir es wieder. Und ja, also der Kommandoturm dürfte ziemlich pulverisiert sein. Wer auch immer da gerade gestanden hat, der hat jetzt ein kleines Problem. Aber ja, extrem viel Schaden hat es da ja nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich denke, da wäre eh wirklich die bessere Wahl gewesen, ne? Ja, und von der Sache her würde ich natürlich immer noch gerne die Langley ausschalten, wenn es ginge. Das probieren wir jetzt auch. Und ja. Da liegen wieder zwei zu kurz. Eine fliegt irgendwo durch die Aufbauten durch und die andere macht quasi keinen Schaden. Ganz, ganz toll. Ja, jetzt habe ich auch die Schnauze voll und wechsle endlich mal auf HE, das ist gut. Sollen wir mal schauen, ob wir den Freund Nasenbär da noch kaputt bekommen, die Torpedos verhungern. Und die Langley, können wir nochmal drauf schießen, wie sieht's aus? Ich habe mir nämlich jetzt was ganz Tolles überlegt, nämlich das klassische Rammmanöver und Großkaliber, Unterstützer, Explosion. Das ist das, was ich gemeint habe. War das nötig? Nein, das war in keiner Weise nötig, das war völlig unnötig, die hätten wir einfach auseinanderschießen können, aber es war cool. Es war cool und hat Spaß gemacht und jetzt schauen wir noch mal kurz in die statistische Seite der Dinge rein und die sieht hier so aus, dass wir 287.000 und 3 Credits mitgenommen haben oder beziehungsweise bekommen haben, nicht mitgenommen haben, 2718 EP, ja, Großkaliber und Unterstützer. 36 Treffer, 12 Flieger abgeschossen, nice, einen Ausfall, 4 Gegner zerstört, 2 Feuer, ein Wassereinbruch, das war das Rammmanöver und die Zitadellen. Das ist natürlich, wie soll es anders sein, im Team der Platz Nummer 1. Den 5. Kill hat man natürlich auch, wie gesagt, machen können, ohne zu sterben. Den 4., Entschuldigung. Beim 5., ja, ein bisschen Pech gehabt. Die Langley wäre sicherlich auch noch drin gewesen. Ich denke, HE wäre letztlich da ein bisschen besser gewesen, wobei es halt einfach auch ein Stück weit Pech war. Gut, unsere Sekundäradler hat ja auch ein bisschen was zu tun gehabt. Es hat länger mal jemand gemeint, es wird abwechselnd AP und HE geschossen, was quasi die beiden Granatentypen sind. Boah, da kommt auch das Feuer her. Ansonsten haben wir eigentlich unseren Schaden sämtlichst und sonders mit AP gemacht und das Feuer halt von der Sekundärbatterie her. Boah, soweit so gut. Wir haben natürlich auch ein bisschen Schaden erhalten, durch Kollision zum Beispiel. Das sind dann sage und schreibe 17.596. Ich find's lustig. Ja, und ansonsten halt relativ viel HE und eine Kleinigkeit an AP. Das war von den Schlachtschiffen am Anfang. Ja, wir müssen jetzt halt relativ viel Geld für Reparaturen in die Hand nehmen. Die wären halt nicht in der Form nötig gewesen. 15.750, ein 8000er für die Munition. Bleiben also am Ende von den erhaltenen Punkten 262.631 Creditpunkte übrig. Und ja, ich fand's lustig. Ich hoffe, ihr auch. Und damit sage ich an dieser Stelle ciao, ciao.